Da fuhr der erste große Radlader und ein Bagger. Und auf einmal piepte das immer zu wie wild. Und da kam der erste riesengroße Sattelzug. So ein 40-Tonner. Dann piepte das wieder. Dann kam noch ein Sattelzug. Und dann piepte das wieder. Und dann kam noch ein Sattelzug. Die ganze Straße, die gesamte Strandstraße und dieser Weg war komplett zugestellt. Die ganzen Einfahrten waren gesperrt. Und daraufhin haben wir schön zu Ende gefrühstückt, ich mit meinen Eltern. Dann haben Vater und ich uns die Hunde geschnappt und dachten uns, gehen wir eine Runde Gassi und gucken uns das Spektakel mal an. Und dann haben wir überhaupt gesehen, was hier unten los ist. Hier waren die ersten Fuhren hingekippt worden. Da lag schon riesengroß Bauschutt mit drin, allem drum und dran. Das wurde ja gleich hingekarrt hier im Strand und im Wasser. So, und da standen wir hier oben und haben bloß mit dem Kopf geschüttelt und sagten, was ist hier denn los? Keine Absperrung, nichts gewesen. Die Kinder morgens, es war sehr, sehr früh, es war warm. Und hier waren die ersten Badegäste morgens schon gewesen. Es war nichts abgesperrt, rein gar nichts. Und während die Kinder hier und die Eltern ihre Decken hingelegt haben, sind hier die großen Baumaschinen lang gefahren. Da hätte sonst was passieren können. Alle LKWs, die hier gefahren sind, wurden ohne Einweiser, weil alle rückwärts gefahren sind, ohne Einweiser sind sie diese Straße lang gefahren. Unsere Gehwege, haben wir gestern schon geschaut, wurden kaputt gefahren. Es war ein Unding, was hier abging. Und wir sind wirklich hier lang und haben wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt, haben unseren Nachbarn noch mitgeholt, den haben wir noch unterwegs getroffen bei der Gassi-Runde und wir haben zu dritt hier gestanden und wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt. Weil es wurde nichts vorher angekündigt, nichts, rein gar nichts. Ja. So, und nachmittags bin ich dann mit meinen Kindern runter, weil das natürlich ein Ereignis war, diese ganz großen LKWs. Und dann haben wir hier erschreckt festgestellt, dass die Radlader zwischen den Badegästen fuhren und das beiseite geschoben und verteilt haben. Und es kamen immer mehr LKWs. Also ja, und dann hat man schon gesehen, was da alles drin steckte. Und die Kinder sind in diese großen Sandhaufen gesprungen. Ja. Also ich möchte nicht drüber nachdenken, was da hätte Die alles haben Fußball passieren können. gespielt. Fußball Fußball gespielt. gespielt, und die Jungs, die haben gehechtet. Und jeder weiß, was wir hier rausgeholt haben. Ja. Mein Bekannter war mit seinen lütten Neffen da und der ist unten im Wasser. Genau hier vorne an der Ecke war das gewesen. Das war irgendwie so ein Klinkeranker oder irgendwie sowas. So ein ganz dünner Stab, muss man sich vorstellen, wie so ein Zelthering. Total verrostet, und das hat er fast im Bein gehabt. Und der kam raus, Onkel Paul, guck mal. Und das geht nicht. Wir wollen uns doch hier alle nicht verletzen. Das war zu gefährlich. Das ist echt nicht normal. Und dann haben wir angefangen zu sammeln hier schon. Haben alles hier vorne an der Seite oder in den Mülleimern rein. Die Kinder, die haben hier gesammelt wie die Ja, Doofen. die Jugendlichen, die hier baden gehen, haben Betonbrocken mit Bewehrung rausgeholt aus dem Wasser. Was gar nicht unsere Aufgabe ist. Ja, wir wohnen ja im hinteren Teil des Dorfes und wir haben ja auch dieses riesige Fahrzeugaufkommen gesehen, was hier war, und die Neugierde trieb uns auch zum Strand runter. Wir sind erst abends so gegen 19 Uhr oder sowas hier unten angekommen und waren auch sehr überrascht, was wir hier gesehen haben, zumal da ja überall dieser Bauschutt drin war, ne? Und haben auch gedacht, mein Gott, es ist nichts angekündigt worden oder irgendwie dergleichen, ob wir bloß was nicht mitbekommen Ohne hatten. Baustelle, ohne Aber ja, Anzüge. es ging den anderen ja auch so. Und jetzt muss ich aber auch mal sagen, wir trafen an dem Abend ja noch den Herrn Bartruch hier unten durch Zufall. Ne? Sie sahen sich ja auch diesen gewaltigen Haufen an. Und auch, also unseres Empfindens nach, waren sie auch sehr überrascht darüber, welche Qualität jetzt dieser Sand hatte. Also das hatte für uns den Eindruck, als wenn sie auch nicht gewusst haben, was hier überhaupt angeliefert wird. Ich sage ja Muss gleich was mu ich jetzt auch mal sagen. Ja gut, und Und dann dann sind haben wir sie auch gleich auf die Brücke gesagt, gegangen. morgen kommt eine Siebmaschine. Ja. Und da habe ich noch gesagt, mit der Siebmaschine ist es nicht getan. Ich sage gleich was dazu. Aber jedenfalls war es katastrophal, was wir gesagt haben. Ja, eben. Ne? Alles. Aber dass das jetzt ihrerseits vorsätzlich war, das möchte ich Ich jetzt habe es also dann nicht ja so erst sehen. Sehr viel später erfahren. Ich kam am Abend nach Hause und meine Kinder haben zu mir gesagt, du musst unbedingt meinen Strand runter, da liegt Bauschutt. Und die Kinder haben mal so Bewehrungsstahl gefunden da unten. Und dann bin ich nachts hier runtergekommen, es war ja fast Mitternacht, und habe dann hier in diesem riesigen Haufen ein Meter großes Stück mit lauter Bewehrungsstäben rausstehen sehen, das die Kinder ausgegraben hatten. Und hier vor allem die Haufen, das sieht man jetzt ja wunderschön. Da waren die zwei großen Haufen mitten ins Wasser reingeschüttet worden, wo man jetzt die großen Betonplatten ja jetzt noch sehen kann. Sodass ich um 23.15 Uhr an Herrn Badrow geschrieben habe, was geht hier los? Wir fordern sofortigen Stopp von der ganzen Maßnahme. Und ich möchte in der Früh sofort informiert werden, dass hier gestoppt wird, weil wir ansonsten
eine Anzeige erstatten werden, was wir aber nicht wollten, sondern wir wollten das ganze Ding eigentlich im Einvernehmen klären. Und in der Früh um 6:30 war ich hier, da kamen die ersten LKWs schon runter, die habe ich gestoppt und dann habe ich versucht über Bauamt und vom Strand waren hier, die haben mir dann von den Verantwortlichen vom Strand gegeben, der dann auch den Bürgermeister versucht hat zu informieren, sodass wir dann ca. gegen 8 Uhr informiert haben und dann hat der Badru mir versprochen, es ist Schluss hier, es kommt hier nichts mehr her. Darauf hatten wir uns dann verlassen und gegen Mittag kam dann aber diese Baustoffaufbereitungsanlage hierher, wer die nicht gesehen hat. Also das ist eine echte Recyclinganlage gewesen, die hier aufgebaut wurde. Und dann sind ja über diese Recyclinganlage, weil ja ab Mittag dann auch die LKWs wieder kamen, die hier reingefahren wurden, bis Freitag an die 60 Stück sind gezählt worden. Da habt ihr dann aufgehört zu zählen bei 60. Alle mit schwerster Belastung, Bauschutt drin, sodass hier 20 Kubikmeter Container, wir haben also 3 gezählt, die voll waren mit Baumischabfällen. Und ich habe Herrn Bornhöft hier in der Früh noch getroffen, der mir erzählt hat, dass er das in Paro auch gemacht hat und dass ich mir das in Paro anschauen kann und alles in Ordnung ist. Und ich habe ihn gefragt, wie er denn den Styropor hier rauskriegen will. Ja, das macht meine Siebanlage alles, die kriegt das Styropor raus. Das ist übrigens neben dem Baustall eines unserer größten Probleme, dass hier überall Styropor drin ist, das jetzt, egal wo Sie am Strand entlang gehen, angeschwemmt wird. Und dann kam dieser Artikel, der uns auf die Palme gebracht hat, Herr Bürgermeister. Sie haben in der Presse geschrieben, dass das weiterhin Ostseestrand ist, dass das wunderbar ist und dass eigentlich alle, und der Herr Bornhöft uns die geschenkt hat und Primus geschenkt hat. Und da dachten wir uns, das können wir nicht. Also nichts davon stand so in der Presse, das will ich jetzt mal wirklich sagen. Ich sage jetzt nur, wie ich es gelesen habe. Also es war ein schöner Artikel über den Ostseesand, den wir hier bekommen. Und dann waren 2 Wochen nicht klar, schaffen wir das, dass hier der Protest so groß wird, dass da was geändert wird oder nicht. Wir haben sehr lange mit der Ostsee-Zeitung hin und her diskutiert, ob sie das nicht klarstellen will. Wir haben auch versucht, auch denen Druck zu machen über eine Anzeige, bis dann dieser junge Volontär kam und hier diesen Artikel wirklich aufgeschrieben hat. Und mit diesem Artikel, der dann in der Ostsee-Zeitung kam, ist das ganze Ding hier wirklich in Gang gekommen. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob er jetzt da ist, der Bowser. Dem sagen wir wirklich herzlichen Dank. Der hat sich hier reingekniet in die ganze Arbeit. Er hat das wirklich fantastisch gemacht. Und jetzt sind alle anderen eingestiegen. Uns geht es hier nicht um einen politischen Putsch oder irgendwas. Wir wollen, dass dieser Strand wieder in Ordnung kommt, weil wir wohnen hier. Alles andere, deswegen auch bin ich froh, dass die Fraktionen hier sind. Ist eine politische Geschichte, die Bürgerschaft zu klären hat, glaube ich. Wer bezahlt das alles und so. Aber uns geht es darum, dass dieser Strand so schnell wie möglich wieder ein Badestrand wird, weil wir haben jetzt Hauptsaison. Und das haben wir auch in der Früh besprochen, dass es eigentlich ein Unding ist, um die Zeit einen Strand aufzuschütten, wo gerade 7 Monate alles zu war und jetzt der Tourismus beginnt. Die Geschichte ging dann weiter, es kamen ja mehrere Artikel und als dann in der Zeitung gestanden ist, dass die Wasserschutzpolizei hier war und nichts gefunden hat, was ja auch vom Rathaus gesagt wurde, haben wir in der Früh um 7 Uhr mit der Wasserpolizei telefoniert und ich wollte den Namen haben, wer das gesagt hat, weil dieser Mensch hätte eine Strafanzeige von uns bekommen. Es hat sich bis heute herausgestellt, der Chef der Wasserpolizei hat uns gesagt, es gibt keine Stellungnahme der Wasserpolizei dazu. Und die Frau Kern von der Wasserpolizei hat also definitiv gesagt, sie war hier, sie hat das alles aufgenommen, sie verspricht uns bis 9:30 die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft abzugeben. Und anscheinend war sie dann auch abgegeben, weil kurz danach ist hier die ganze Stadtverwaltung angerollt und seitdem läuft das ganze Ding jetzt. Ja. Das war der kurze Ablauf, den wir Ihnen eigentlich als Bürger von Delfin mal nochmal wirklich erzählen wollten, weil es sind schon sehr viele nicht ganz korrekte Stellungnahmen abgegeben worden, wo wir eigentlich die Veranlassung gesehen haben, dass wir das nochmal klar sagen müssen. Wir haben hier noch auslegen, auch ein Tipp aus der Rechtsgeschichte, dass es nicht klar ist, wer jetzt verantwortlich ist. Und deswegen ist es darum, dass wir nochmal die Anzeige korrigieren müssen. Wir sollen eine Anzeige gegen Unbekannt machen, wer die noch mit unterschreiben will. Die haben wir hier nochmal auslegen. Also es geht darum, dass nicht klar ist, wer es jetzt eigentlich ist. Und wir wollen wissen, wer das zu verantworten hat. Das ist das, was wir wirklich definitiv wissen wollen, weil sowas hier nicht nochmal passieren darf. Ja, das ist gut so. Gut. Okay, erstmal vielen Dank. Vielleicht. Ich meine, ich sehe die Fraktion
die Grünen waren ja hier und haben sich das mit angeguckt. Ich habe die Bürger für Stralsund gesehen, die Linke ist da. Sie können gerne vorkommen, dass sie halt einfach auch, es wäre schön, wenn sie eher gekommen wären alle, aber es ist schön, wenn sie jetzt da sind, weil das ganze Ding ja hoffentlich jetzt auch zu einem Ende zugeht. Ja, ja, also ich will noch mal was zum Sachverhalt sagen. Entschuldigt hatte ich mich gestern schon, dass das ein Zustand ist, der so nicht geht. Der Sachverhalt war so, dass uns ein Unternehmer, der ein großes Gebäude baut in Selin, Dünen oder Küstensand, angeboten hat und gesagt hat, den könnt ihr im Grundsatz haben. Und wir haben das dann aufgenommen, haben gesagt, okay, vielleicht, dass wir das mit den Fahrkosten darstellen, hätten dann eine gute Lösung an der Stelle, wo wir in Diefin halt nach 15 Jahren, das habe ich gestern auch gesagt, dass das ein Herzensprojekt von mir ist, weil ich vor 15 Jahren, glaube ich, mit viel Pragmatismus, aber auch mit viel Unterstützung haben wir hier den Strand hingekriegt, haben aber auch gesehen, man sieht es auch in dem hinteren Bereich, dass wir vielleicht noch 4-5 Jahre haben und dann wieder bei dem Stand sind, den wir damals hatten. Also klar ist, wir müssen in der Unterhaltung was tun. Jetzt gab es diese Chance, Herr Bogusch, dass wir Sand bekommen und auch davon ausgegangen sind, dass der Strand in Selin ja erstmal kein schlechter ist und gut aussieht. Und wo auch die notwendigen Gutachten dafür vorlagen und dass dann gesagt worden ist, okay, dann machen wir das und das wird koordiniert und es wird koordiniert eingebaut. Nichts davon hat funktioniert. Ich bin tatsächlich, und da haben wir uns getroffen, ja, ich weiß jetzt das Datum ehrlich gesagt nicht mehr, aber es muss an dem ersten Tag gewesen sein. Genau. Habe ich hier gestanden, habe ich mich dann Bogusch getroffen, weil der auch gesagt hat, das müssen wir uns angucken. Wir haben uns das angeguckt und sind zu dem Ergebnis gekommen, erstens, sofortiger Baustopp. Zweitens, sofort alles einzäunen und überhaupt erstmal die Baustelle sichern. Und drittens, ich muss jetzt gucken, ob ich das alles aus dem Kopf hinkriege, keine weiteren Transporte mehr, definitiv nichts mehr. Und das, was hier ausgebreitet war, durchsieben. Das war der Auftrag. Und jetzt hat Herr Langner das irgendwie ein bisschen anders erzählt. Ich bin sehr froh, dass es allerdings ein Schriftstück dazu gibt, was Sie an dem Abend ja noch auch per Mail versendet haben. Also steht auch ein Datum drauf, wo genau diese Anweisungen von mir auch draufstehen. So, und die haben wir gemeinsam so getroffen und haben das gemeinsam so veranlasst. Die Frage, die sich stellt, ist tatsächlich, wieso sind dann weitere LKWs gekommen? Und vielleicht auch, wieso war der Weg so weit, dass es nicht möglich war, dass wir da eingreifen konnten? Das müssen wir klären. Das sind interne Dinge, die wir klären werden, wo natürlich auch die Definer ein Recht drauf haben. Das, im Vorfeld hätte das schon klar. Das ist wohl alles ja, so, das aber ist das, erledigt, ja. Das ist jetzt vergossene Milch. Im Nachhinein wird der ganze Mist schon geliebt, ja. Um noch sowas alles reinzuhalten. Ja, also ich verstehe Sie da vollständig. Der Punkt ist nur, ich kann ja jetzt... Ja, ich kann aber jetzt erstmal... Ja, vielleicht darf ich erstmal ausreden, das wäre wirklich schön. Gut, dann, wenn die anderen auch der Meinung sind, rede ich jetzt nicht weiter. Ich würde es gerne zu Ende bringen. Also der Punkt ist der, dass wir dann jetzt den Zustand hier gesehen haben, am Anfang noch gedacht haben, naja, das ist vielleicht ein oberflächliches Thema, dann aber auch nochmal fachlich gesehen haben, das ist es nicht. Aber dann, warte, vielleicht gehen Sie halt einfach auf die Frage im Line, weil die ist schon interessant. Welche Frage? Wie kann eine Stadtverwaltung 4 Tage nicht mitgekriegen, dass hier runtergefahren wird? Wir haben das mitgekriegt und wir hatten auch Personal vor Ort. Ich kann ja einfach nur nochmal sagen. Wie kann eine Stadtverwaltung eine Bauschutt-Mischanlage auf dem Strand einfach aufstellen lassen? Also ich kann das jetzt einfach nochmal sagen. Ich würde gerne die Variante hier zu erzählen. Wir können das auch abbrechen, aber ich würde darum bitten, dass ich das einmal so darstellen kann. Also Fakt ist, wir haben halt festgestellt, dieser Eintrag war hier da. Dann haben wir gesagt, das muss gesiebt werden, was hier da ist und keine weiteren Transporte. So war der Rahmen. So, dann ist Folgendes passiert. Dann haben wir halt hier gesehen, dass wir nach wie vor Gegenstände gefunden haben und wir auch der Auffassung sind, dass der Sand in der Qualität nicht so ist, wie das unser Anspruch hier in Diefin ist. Ja, der mag vielleicht grundsätzlich als Strandsand geeignet sein, aber es ist nicht das, was wir hier hatten. Ganz sicher nicht. Okay, es ist jedenfalls nicht das, was wir hier hatten und was wir hier in Zukunft wollen. Daraufhin hat sich der Unternehmer, der war gestern ja auch hier, der hat sich entschuldigt, hat auch gesagt, dass ihm das unheimlich leid tut, weil er das so nicht wollte. Er wollte was Gutes tun, dass das hier in Ordnung kommt und gut aussieht. Das Gegenteil ist passiert. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir gesagt haben gestern, wir bauen alles komplett aus und bauen komplett neuen Strandsand. Wir haben jetzt erstmal die erste Charge, aber auch das müssen wir sauber prüfen jetzt. Wir haben den nochmal mitgebracht aus der Promavik. Und werden den hier einbauen. So, und das ist die Situation. Und die Betrachtung, wer da welche Fehler gemacht hat und keine Ahnung, da gibt es genügend Institutionen, die Bürgerschaft, Gerichte, die werden das dann alles klären. Und es ist auch gut so, dass das so ist. Und dann schauen wir das im Nachgang an.
Ich will noch mal festhalten, dass es im Grundsatz hier niemanden gab, der irgendwas Böses machen wollte. Fakt ist, dass es was ist, was passiert ist, womit wir hier nicht zufrieden sind. Ich will auch noch mal sehr deutlich sagen, dass mir der Strand hier total am Herzen liegt. Und das glauben wir auch die, die vor 15 Jahren noch wissen, wie der hier entstanden ist. Und da kann ich noch sagen, wie es vor 15 Jahren hier aussah, mit Bauplatten und Ziegelsteinen und was hier nicht alles für Müll drin lag und was wir gemacht haben, damit es einen ordentlichen Strand gibt. Und dass mir das wirklich, wirklich wichtig ist. Und das will ich auch noch mal sehr deutlich sagen. So, dann haben wir hier eine Situation, die ist jetzt überhaupt nicht befriedigend. Und wir haben aber die Situation, dass der Unternehmer hat gesagt, es tut mir leid, er zahlt jede Summe, die das jetzt kostet, um das wieder zu beheben. Und damit haben wir zumindest einen Zustand, der so ist, dass wir sagen können, in der Zukunft wird das hier wieder in Ordnung sein. Und das bitte aber auch, das habe ich gestern gesagt, nochmal darum, wir können das jetzt nicht in 3 Tagen machen, weil ein paar Sachen zu prüfen sind. Wir müssen prüfen, dass da wirklich, wenn wir das rausnehmen, alles raus ist. Wir müssen prüfen, dass wir die richtigen Mengen transportieren, dass das vom Weg her richtig ist und dass das nicht nochmal so eine Situation wird, wie das jetzt hier passiert ist, was aus meiner Sicht nicht machbar ist. Ich habe da volles, ja, ich weiß das. Ja. Naja. Also ich interessiere mich für die Situation schon und das ist das, was ich jetzt erstmal sagen wollte. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch ergänzen. Wir haben jetzt erstmal Sofortmaßnahmen noch eingeleitet. Jetzt. Aber Herr Bartow, lass mich doch mal aus. Herr Bartow, wir machen hier eine Bürgerversammlung und keine. Okay, dann höre ich jetzt zu. Nein, wir hätten gerne ein Gespräch mit Ihnen. Ja. Verstehen Sie? Und wenn die Dame, die war eine der Hauptbetroffenen. Hallo? Sie waren eine der Hauptbetroffenen. Es war ein Staub, es war ein Dreck, es war unfassbar und keiner wusste, warum hier überhaupt runtergefahren wird. Das heißt also, sie war eine der Hauptinitiatoren dieser ganzen Geschichte, weil sie eine solche Wut hatte, dass vor ihr, sie kam ja nicht mal mehr raus. Sie hatte gar keine Chance mehr gehabt, aus dem Haus rauszukommen, weil permanent die LKWs fahren. Das muss man einfach schon mal auch erzählen dürfen, dass dieser Bauschuttcontainer, der musste immer rein und raus gefahren werden. Der ist also dann rückwärts raus, damit die anderen rückwärts reinfahren konnten. Und wenn die dann alle wieder weg waren, ist der Bauschuttcontainer wieder reingefahren. Das heißt, sie kam überhaupt nicht mehr aus dem Haus raus. Sie hatte gar keine Chance gehabt, rauszukommen. Und das ist eine der Fragen, die wir haben, weil ich stelle mir immer vor, irgendeiner von Ihnen wäre erwischt worden, dass Sie hier ein bisschen Bauschutt hingeschüttet hätten. Ja? Und dann hätte man gesagt, er weiß, dass er morgen wieder herkommt, aber da kommt keiner vorbei und schaut mal, ob der wieder was hinschüttet. Und dann kommt er noch 4 Tage hin und schüttet immer wieder einen Bauschutt hin. Das können wir nicht ganz glauben, dass das so funktioniert, Herr Bürgermeister. Wir würden gerne wissen, warum in diesen 4 Tagen... Weil ich sage mal ganz persönlich, ist mein Urlaub, den ich hier gerade verbringe. Ja, ich wollte mich eigentlich wegfahren. Das heißt also, wir sind rumgelaufen und haben Unterschriften gesammelt, damit das ganze Ding überhaupt mal in Gang gekommen ist. Das ist überhaupt kein Kampf gegen die Stadtverwaltung oder gegen irgendwas, sondern es wäre hier da drin das Ganze liegen geblieben, wenn Andrea nicht rumgelaufen wäre und die 53 Leute gefunden haben, die Unterschrift gemacht hat. Also das einfach mal klar zu machen, hier geht es nicht um irgendeine politische Geschichte, sondern das Unser Juwel ist in Bedrohung, weil hier der ganze Mist reingeschüttet worden ist. Und dann kommt jemand und sagt, das ist Ostseesand. Ja. Da würde ich auch gerne mal was dazu sagen. Ja? Also da draußen findet ein Vorgang statt, da wird der Kreidefelsen abgetragen und in Sien wird was abgetragen. Und deswegen ist da draußen so ein komischer Sand entstanden, den wir Ostseestrand nennen. Wenn aber nur der Seliner Haufen abgetragen, ich habe in Göhren lange gelebt, ja, dann wäre das genau das, was hier liegt. Das ist nämlich toniger Sand. Das hat nichts mit Ostseestrand zu tun. Die Mischung mit dem Kreidefelsen ergibt den weißen Ostseestrand. Das, was hier abgeliefert worden ist, eine Baugrube. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist die Zukunftsfrage für uns, was jetzt dann hierher gebracht wird. Ich habe den Eimer gesehen, das können wir nachher diskutieren, aber ich würde jetzt gern, dass vielleicht jeder nochmal so, wir haben ja mehrere Fragen und haben ja auch einige was miterlebt hier. Der Herr Bauser ist da, dem würde ich gerne nochmal vielen Dank sagen. Ja. Er hat den Artikel geschrieben. Das ist wirklich schön. Ganz in Gang gebracht. Und ihr im Wort gehalten. Uns im Wort gehalten. Ja. Bitte. Also für mich wäre jetzt auch einfach nochmal wichtig zu wissen, ob es irgendeine Prüfung gibt, inwiefern es eine Schadstoffbelastung gibt. Also wenn das einfach unklar ist, was da drin ist in dem Sand jetzt. Es können ja auch asbesthaltige Sachen sein oder so. Und das finde ich halt einfach eine gesundheitliche Gefahr. Und selbst wenn das jetzt weggeschafft wird, würde ich das schon gut finden, wenn da eine Schadstoffprüfung gemacht wird. Ist das in Planung? Also unseres Wissens ist das schon gemacht worden, erstens. Ah ja, okay. Ist das genau der Grund, warum ich heute halt auch sagen muss, ich würde gerne sagen, in 4 Tagen ist das erledigt und es geht eben nicht. Wir müssen es sondieren, ausbauen,
und nach dem Ausbau absolut sicherstellen, dass das dann noch wirklich alles weg ist. Ja, so ist also die Situation. Das ist mir das Wichtigste. Also, ja, ne, klar, das ist uns auch das Wichtigste, weil es nutzt euch am Ende des Tages nichts, wenn wir sagen, oh gut, jetzt sieht das alles wieder super aus, das Problem ist nicht gelöst. Und deswegen bitte ich einfach um Verständnis, dass wir jetzt mit den ganzen Planungseinrichtungen, dass wir es einmal jetzt wirklich ordentlich machen, dass uns so ein Ding nie wieder passiert, dass wir jetzt einen Rahmen daran kriegen und sagen, das dauert allerdings ein paar Sekunden. Und das ist unser Problem, was die Saison jetzt angeht. Vielleicht das ist gestern gefragt worden. Vielleicht machen wir es halt mal zweigeteilt. Was ist der Bestand? Gibt es zu dem Ursprung noch was? Weil zweiter Teil ist jetzt, was da passiert, sehe ich ein bisschen anders. Wenn ich das da unten sehe, muss das sofort raus. Ja? Weil wenn da nämlich Asbest und Plastikteile drin liegen, die da drin liegen, die haben wir gefunden, dann ist klar, dass das da unten, das ist der schlimmste Haufen, das waren die ersten zwei Haufen, die hingefahren wurden, das muss eigentlich sofort raus. Mhm. Aber vielleicht kann Herr Burisch zu sofort noch was sagen, also zu dem Vorgehen. Ich würde genau, also A würde ich nochmal sagen wollen, wenn wir das alte Material rausnehmen, dann gehen wir auch auf Nummer sicher, werden auch noch, ich sage mal, ein bisschen mehr rechts und links mitnehmen und nicht zu knapp, dass wir auch wirklich sicher gehen, dass wir alles an Material rausgenommen haben. Wir werden uns wirklich das auch nochmal anschauen, wenn wir das Material abtransportiert haben, dass wir wirklich, und werden da auch nochmal das Büro mit rüber schicken, dass auch nochmal mit fremden Augen drauf geschaut wird und nicht nur wir drauf schauen, dass wir sicherstellen können und auch eine Bestätigung bekommen, dass alles, was eingebaut wurde hier in dem Bereich, dann auch wieder ausgebaut wurde. Das heißt aber auch, ne, so wie Sie auch gesagt haben, wir werden in den Wasserbereich reingehen müssen, um dort entsprechend auszubauen. Und das heißt für uns auch, bevor wir jetzt hier einfach mit dem Bagger reinlangen und hier anfangen rumzubaggern, müssen wir auch hier die entsprechenden Abstimmungen führen mit dem Bereich Naturschutz, bevor wir solche Maßnahmen durchführen. Und diese ganz klare Aussage gibt es auch von uns an die Abteilung Umweltschutz, dass alles, was wir hier machen an Schritten, alles mit denen abgestimmt ist, Schritt für Schritt, was wir dort machen. Und diesen Abstimmungsprozess müssen wir führen, bevor wir hier mit Arbeiten beginnen können. Herr Bogusch, Entschuldigung, also das ist doch absurd. Wir schütten Müll rein und jetzt stimmen wir. Naja, also ist denn die Abteilung Umweltschutz hier? Herr Langner, also das Thema ist ja, wir wollten keinen Müll reinschütten. Ne? Wir haben die Aussage bekommen von dem Unternehmen, dass warum wir ein. Ist das nicht angekündigt worden? Sonst wird alles angekündigt in der Zeitung. Schritt für Schritt. Es gibt ja angeblich ein Gutachten, oder? Wir haben die Aussage bekommen, genau, dass wir hier einen beprobten Z0-Boden bekommen. Das ist also ein Boden, der eine Qualität hat, dass er frei ist von Altlasten und einbaufähig ist, eingebaut werden darf. Das war das, was wir als Lieferung erwartet haben. Und das war nicht das, was wir als Lieferung bekommen haben. Und deswegen haben wir ja die Bremse gezogen, als wir gesehen haben. Der Gutachter ja versagt. Genau. Naja, ich sag mal, der Gutachter kann eine Bodenprobe ziehen, der sieht aber nicht, was da an Betonbruch ihm da quasi noch im Nachhinein mit dazugemischt wird. Das kann ein Gutachter nicht begutachten. Also es ist doch klar, dass es hier schwere Fehler gegeben hat und es ist auch klar, dass die ausgewertet werden. Das werden wir jetzt hier heute nicht schaffen, aber ich denke, und da bin ich mir ganz sicher, dass ausgewertet wird und die Konsequenzen dann halt auch an jeder Stelle kommen. So, das ist die Situation. So, das Zweite, was mir jetzt allerdings das Wichtigste ist, dass wir sagen, wie es weitergeht. Und weiter geht's, indem wir sagen, es wird ausgebaut und es wird neuer, guter Sand eingebaut. So, das ist die Situation. Und vielleicht kann man darüber auch noch mal reden. Ich kann einfach nur sagen, dass wir dazu ein bisschen brauchen. Wir haben jetzt auch noch mal, auch was den Kunststoff angeht, das ist natürlich auch so ein Thema, wenn Kunststoff ins Meer kommt und wir haben mit Styropor, hat sie ja auch gestern noch mal gesagt, dass da einige Dinge gefunden haben. Wir hatten hier mal schon mal abgesammelt und ihr wart ja heute noch mal unterwegs. Könnt ihr mal sagen, was ihr da hattet? Heute ist eine Firma, die sowieso beauftragt ist, hier den Strand, die sind erlangt. Die gehen jetzt zweimal die Woche und sammeln das ab. Dann geht einer von meinen Leuten jeden zweiten Tag und läuft bis hinter Höhe 23. Das hat er heute zum Beispiel gemacht und dann hat er gefunden, einen 20-Liter-Sack voll, ist so halb, dreiviertel voll geworden. Und das machen wir jetzt alle zwei Tage. Richtig, und wir dokumentieren das auch. Also ich habe schon gesagt, wir sammeln das bei uns erstmal auf dem Hof, also nicht jetzt gleich in die Mülltonne werfen, sondern sammeln, dass man da mal im Endergebnis sieht, wie viel da tatsächlich zusammengekommen ist. Und auch mal so laufen so kleine Fotodokumentationen, die ich dann, dann zusammenstelle. Also das ist jetzt erstmal als Sofortmaßnahme und ist auch heute schon passiert. Die Frage von hier war, welche Abteilung Sie sind. Ach so, ich bin vom Amt der Stadtwirtschaftlichen Dienste. Also für. Nein. Grünflächen und sowas. Also der städtische Bauhof. Ja, genau. Genau, das war das ist auch bekannter alte. Vielleicht Bauhof, ja, genau. Ja, ich habe ein Grundstück hier in der Nähe gleich. Deswegen bin ich auch öfter hier. Also ich finde ja, das ist ein Umweltskandal, sondern das Gleiche. Und eigentlich erwarten wir die Leute, dass da wirklich echte Konsequenzen drauf werden. Dass da einer einen Hut nehmen muss. Und dass da eigentlich verantwortlich der Bauamtsleiter ist. Und das ist der Herr Bogusch. Ich finde, dass von Ihnen viel zu wenig kommt, Herr Bogusch, was dies betrifft hier.
Nee, also tut mir leid, also, da geht auch nicht mit. Nee, mit sowas nicht. Man muss denen auch die Chance geben, das wieder in Ordnung bringen zu lassen. Und dann kann man hinterher. Hallo. Okay, wir würden gerne, dass die Staatsanwaltschaft das erklärt, wer das ist. Und deswegen, weil ja auch der Gutachter gerade erwähnt worden ist, ein Gutachter muss auch rauskriegen, ob man sowas einbringen darf oder nicht. Das heißt also, nach unserer Meinung ist die Anzeige gegen Unbekannt noch sehr wichtig. Die wollen wir hinterher schieben. Wer Interesse hat, die zu unterschreiben, da hinten ist der Tisch, dort werden wir die unterschreiben lassen, weil wir wissen es nicht, wie es gelaufen ist. Ja? Wir können es nicht... Nein, ja, natürlich ist das klar, aber okay. Wir werden jetzt nicht sagen, wer es war. Das können wir nicht sagen. Gibt es denn noch irgendwelche Meldungen? Hier. Hergehört. Weder der Herr Bornhöft oder selbst der Fahrer hätte doch sich wundern dürfen können am Telefon seinem Chef gegenüber und der hätte dann mal vor Ort sein können. Das verstehe ich nicht. Darf ich mal was dazu sagen? Ja. Die Fahrer haben sich gewundert. Die Fahrer haben sich gewundert. Als die LKWs kamen, sind meine Enkelkinder hier runtergelaufen. Oh, wir kriegen Sand. Die haben sich gefreut. Meine Schwiegertochter hat gesagt, oh, jetzt können wir wieder Fossilien sammeln und Muscheln und so. Und dann mit mal, oh Gott, was ist das denn? Ja. Also wir waren schockiert, was hier ankam. Das hat der Fahrer gesagt. Warum das hier gestoppt wurde, wollte ich sagen. Wir haben schon die Frage, warum man es nicht am nächsten Tag wirklich hat stoppen können. Warum man nicht am übernächsten Tag vorbeigekommen ist und nicht gestoppt hat. Wir haben ja immer wieder mit der Stadt Kontakt aufgenommen. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Kontakt aufgenommen haben. Aber es ist nicht gestoppt worden. 14 Tage. 14 Tage. Ja. 14 Tage sind die in den Bewertungsstäben rumgelaufen. Ja, 15. Am 15. Ja. Warum erst so spät? Die Kinder spielen hier. Ich war mit meinem Lücken für uns und dann kamen die Eisenstange. Letzte Woche Montag, wo die hier war, kam da raus, wer da hingefallen, wer hat die Verantwortung genommen. Wo vielleicht sein Kinder da? Das ist die Frage. Okay, gibt keine Aussage. Zweiter Teil. Wie geht es jetzt weiter? Also unsere Forderung ist, dass der Teil so schnell wie möglich rauskommt. Und das muss doch jetzt möglich sein, dass das staatliche Amt für Wasserschutz, weiß nicht, heißen die noch Staunen oder heißen die Stalu oder wie heißen sie jetzt? Naja, also was man machen kann, man kann jetzt die müssen noch so schnell das rausnehmen, vielleicht kann man das auch vorziehen. Das Problem ist halt ganz einfach, dass wir dazu tatsächlich auch ein Büro haben wollen, die sich das nochmal angucken und sagen, wie tief müsst ihr da gehen, was müsst ihr konkret machen und mal eine Sondierung machen. Und wir werden das jetzt auch so schnell wie möglich tun. Aber bei jedem Sturm wird das Ding wieder reingetragen. Das heißt, wir müssen doch jetzt wirklich versuchen, den Teil so schnell wie möglich wegzukriegen. Was wird bei jedem Sturm rausgetragen? Bei jedem Sturm wird das ganze Ding wieder rausgetragen. Ja. Deswegen muss es doch trotzdem vernünftig gemacht werden. Nee, das hätte gar nicht passieren dürfen. Ja, vernünftig kann es aber es kann doch jetzt auch vernünftig schnell gehen, oder? Genau. Und Herr Langer, das ist richtig, dass es vernünftig schnell geht, sehe ich auch. Ich habe auch ein Rieseninteresse dran, dass wir da eine Geschwindigkeit reinkriegen. Und wir bemühen uns auch wirklich, dass es so schnell wie es geht funktioniert. Okay. Ja, darum. Und jetzt, könnt ihr was zum Platz sagen? Ja, also wir haben jetzt den ersten Wurf, kann Herr Burisch mal machen. Haben wir Sand aus der Proa Wieg bekommen. Aber so ein richtig schöner weißer Ost. Nehmen wir den mal mit und trocknen den mal zu Hause. Ist noch relativ feucht, deswegen ist er auch noch trocken. Hätten wir schon lange gestoppt. Aber richtig weiß wird er nicht, er bleibt ein bisschen grau. Aber ich sag mal, das ist halt der erste Schritt, ne, dass wir geguckt haben, wo kriegen wir Sand her, dass wir hier einen Lieferanten gefunden haben, der gesagt hat, er kann uns hier beprobten Sand geben, den wir einbauen können. Auch den werden wir natürlich noch überprüfen, ob der auch wirklich geeignet ist zum Einbau, aber zumindest sieht es erstmal so aus, dass wir hier schon einen Lösungsansatz haben. Und das ist ja erstmal das Wichtige für uns, denn ohne Sand können wir hier nicht arbeiten.
Okay, es ist jetzt auch ein bisschen lauter geworden. Entweder reden wir dann lauter. Ja. Also wir haben eine spannende Diskussion gerade gehabt hier mit dem Bauern. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmer eigenverantwortlich 4 Tage hier runterfährt. Ja? Und die Position des Bauamtes ist, dass er 4 Tage hier ohne Zustimmung einfach alleine runtergefahren ist. Ich sage, mir tut der Herr Bornhöft langsam leid, weil der soll derjenige sein, der jetzt hier schuld sein soll, alleine. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin selber Unternehmer. Das macht ein Unternehmer nicht, dass er immer wieder alleine runterfährt ohne Genehmigung. Das glaube ich nicht. Also ich kann in dem Kontext den Satz nochmal wiederholen. Wir haben hier gestanden am 15. haben uns das angeguckt, haben gesagt, einzäunen, sofort Baustopp, und das haben wir so verfügt. Und das existiert schriftlich, das wissen wir nicht, wie es möglich war, dass hier runterfährt und dass wir das auch nicht aufhalten konnten. Das werden wir klären. Das habe ich auch x-mal gesagt, nur der Punkt ist, dass es das an der Stelle jetzt nicht hilft. Das können wir später auswerten und es wird auch ausgewertet. Ja, muss es auch. Ja? Okay. Gibt es das schriftlich? Hallo, es ist der Sturm. Hallo, wir haben eine Kamera hier. Wann Sie das gesagt haben? Ja, das gibt es schriftlich. Das hat mich auch gewundert, aber es gibt es tatsächlich schriftlich, weil der Kollege an dem Abend noch eine Mail verfasst hat und da steht ein Datum drauf. Also, hier ist noch eine Frage. Ich kann auch noch mal fragen. Wirklich, dass ich jetzt anfangen kann, abzusammeln. Aber was macht das für einen Sinn, wenn immer mehr reingespült wird? Warum wird das nicht im Vorfeld gesichert? So viel geht irgendwo im Sund verloren. Die sammeln nur das ein, was am Strand angesammelt wird. Angespült wird. Warum werden da nicht irgendwelche Ölsperren oder irgendwas ausgelegt? Styropor schwimmt oben. Die Feuerwehr hat sowas. Das sichern im Vorfeld. Und vor allem, wenn Sie jetzt hier mit dem Bagger kommen und das Zeug wieder abfahren, wird immer mehr freigesetzt und freigespült. Warum wird das nicht gesichert? Aber deswegen brauchen wir ein Konzept. Die Frage ist ja nur, was wird jetzt noch eingetragen? Ne? Denn ich sag mal, alles, was so die Leichtteile sind, die oben lagen, ne, die sind jetzt durch den Wind und Wasser eingetragen worden. Ne? Was wir noch haben, sind die schweren Teile mit Beton, mit Stahl, was hier noch in dem Bereich liegt. Und wir werden ja auch entsprechend weit auslagern. Das schwimmt ja nicht gleich in Größenordnung dann. Vor, diese kleinen Mikroplastikteilchen, die schwimmen. Und die schwimmen, naja klar. Und deswegen sammeln wir ja das alles ein, was wir hier... Warum wird das nicht im Vorfeld gesammelt, bevor das rausgetragen wird? Und zwar jetzt und sofort. Das machen wir ja. Wir sammeln ja. Ich sehe keine Sperren. Davon haben wir gestern Abend vorgesprochen. Also Sie kriegen hier keine vernünftige Ölsperre oder irgendwas in der Richtung hin. Einfach eine Sperre links von der Feuerwehr, dass das nicht ausgetragen wird. Styropor schwimmt oben. Ja. Vielleicht mal an die Fraktionen. Wir glauben, dass das jetzt Frage der Politik ist. Hier muss so schnell. Wir glauben, dass es Gefahr im Verzug. Und wir glauben, dass da so schnell wie möglich was passieren muss. Ich habe auch noch was, da sind wir uns nicht so ganz einig. Ich bin aber Anwohner hier. Ich glaube, dass die Strandaufschüttung insgesamt nicht das Richtige ist, weil wir den Boden immer flacher machen, die Hochwasser dadurch immer höher werden und genau das Gegenteileffekt bekommen von dem, den wir haben wollen. Auf Sylt tun die deswegen Spülungen machen, das heißt, die holen aus dem eigenen Wasser den Sand raus, damit es draußen tiefer wird, weil wenn wir immer mehr herschütten, ist es dann Naturvorgang, klar, aber wenn wir den noch beschleunigen, dann werden die Hochwasser immer höher. Die Verschlammung des Wassers wird immer mehr. Ich hätte gern, dass das jetzt wirklich auch mal die Umweltbehörden und die Umweltgutachter untersuchen, ob das der richtige Weg ist, weil ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Ja. Aber nicht erst übermorgen, sondern heute. Also ich persönlich, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich finde das ehrlich gesagt sehr mutig. Ich finde es auch gut, dass Sie es gemacht haben, weil ich glaube, dass es wichtig war, dass Sie sich jetzt auf die ganze Diskussion stellen. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass es auch für Sie keine schöne Situation ist, dass Sie sich die nicht wünschen. Aber ich glaube, wir mussten das jetzt machen, weil wir haben gar keine andere Chance gehabt, als das jetzt in Gang zu bringen. Und deswegen, bin ja noch neu in die Firma. Ich finde es total toll, dass so viele gekommen sind. Und wenn wir da dranbleiben, bin ich mir eigentlich sicher, dass das Ding jetzt gelöst wird. Ja? Wenn es jetzt noch irgendwelche Fragen gibt, dringende, hier sind alle Fraktionen da, vielleicht wollen ja die Fraktionen selber noch was sagen. Ja, ich kann kurz dann dazu etwas sagen. Das sind ja im Prinzip, verstehen Sie mich? Einigermaßen. Es sind ja im Prinzip zwei Vorgänge, die wir im Augenblick politisch begleiten. Das eine ist hier und das andere, das haben Sie sicherlich gehört und gelesen, ist das gleiche Geschehen ist in Paro am Strand, wo ja eine ähnliche Situation entstanden ist. Auch da ist Bauschutt abgelagert worden
Auch da ist die Gemeindevertretung aufgeschlagen, der Bürgermeister, Herr Seide. Auch da geht es um die Frage, was wird rausgenommen, wie schnell. Und auch wenn mich als Vorsitzender der Grünen-Fraktion viel vom Oberbürgermeister an Positionen oft unterscheidet, ich bin absolut bei ihm bei der Frage, das, was wir hier herausnehmen, das muss so seriös herausgenommen werden, dass sichergestellt wird, dass tatsächlich keine Schäden, keine Nachfolgeschäden zu erwarten sind. Sie haben vorhin, ich weiß nicht, die Dame hat vorhin die richtige Frage gestellt und sagt, mir ist es wichtig, dass das hier sauber ist, wenn es wieder hergestellt ist. Und das ist ein absolut zentrales Moment. Wir werden das politisch begleiten. Herr Dr. Bardo hat gerade schon darauf hingewiesen, das ist Angelegenheit der Bürgerschaft. Es gibt eine Anfrage unserer Fraktion an den Bürgerschaftspräsidenten. Wir haben aber Sommerpause. Die nächste Bürgerschaftssitzung ist erst Ende August, wo wir Auskunft erhalten werden. Aber ich gehe davon aus, dass der Druck so groß ist, dass die Verwaltungsspitze auch die Fraktionen zeitnah informieren wird. Davon gehe ich einfach mal sicher aus. Wir haben bezogen auf den gesamten Vorgang, weil es unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, auch an den Landrat eine Anfrage gerichtet, weil das, was Sie hier ja zu Recht immer wieder hinterfragen, wie kann es sein, dass ein Unternehmer Bauschutt hierher verbringt und das über einen längeren Zeitraum zwar entdeckt wird, aber nicht gestoppt wird. Die Verfügung ist offensichtlich erfolgt, es hat aber nicht dazu geführt, dass noch 4 Tage weiter aufgeschüttet worden ist. Und jeder LKW, ich habe, Uli, 60 LKWs gehört, sind hier runtergekippt worden. Jeder LKW war einer zu viel und muss wieder rausgeholt werden. Das ist ja die Konsequenz. Und die dritte Institution, die da im Spiel ist, ist das STALU, das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, die Landesebene, die wir ebenfalls mit einer Anfrage konfrontiert haben. Wir haben bisher noch keine Antwort. Ich kann Ihnen, das kann ich vielleicht gerne über Uli Langer machen, in dem Moment, wenn wir Antworten bekommen, diese gerne zur Verfügung stehen, weil das ist mit Sicherheit ein Vorgang, Umweltskandal, finde ich auch, ist hier passiert, was transparent aufgearbeitet werden muss. Weil eines steht fest aus meiner Sicht, aber das hat der OB ja auch gerade gesagt, wir müssen gewährleisten, dass sich das nicht wiederholen darf. Und das ist jetzt an 2 Stellen passiert. Und ich will jetzt gar nicht unken oder gar nicht mich in Verschwörungstheorien versteigen, aber ich stelle einfach mal fest, das war unsere erste Assoziation, Bauschutt bzw. diese Baumischstoffe zu entsorgen. Das wissen die selbst, wenn sie mal in ihrem Häuschen einen Umbau machen und eine Mauer einreißen. Das ist ein teures Geschäft. Da zahlt man für den 5 Kubikmeter Container 200 Euro, 300 Euro in der Größenordnung. Und das hier an den Strand zu verbringen, geht nun mal aus meiner Sicht gar nicht und muss definitiv aufgeklärt werden. Und da sind wir quasi dran, aber mit viel Verzögerung. Und ich hoffe, auch mit großer Transparenz von der Verwaltung, wenn was aufgeklärt wird, bitte ich darum, das auch sofort den Fraktionen mitzuteilen. Es geht jetzt hier nicht um eine politische Schlacht, sondern es geht darum, aufzuklären. Und da finde ich, müssen alle umfassend dazu beitragen. Ich möchte mich dem voll anschließen, was Jürgen gerade hier so gesagt hat. Fakt ist ja nun mal, dass gerade dieses Fleckchen Erde von den Andershofern und von den Rüganern, also jetzt hier Delfinern, ja, und auch viele Kinder aus Grünhufe und Delfin verbringen hier ihre die Sommerferien und die Wochenenden. Und so wie es jetzt hier aussieht, ist kein Kind mehr sicher. Und was mich stinkesauer macht, ist wirklich, wie kann man, wenn es einen Beschluss gibt, es darf hier nichts mehr abgekippt werden, 4 Tage lang weiterhin diesen Müll und diesen Dreck hier abladen, ohne dass irgendetwas passiert. Und für mich steht fest, wenn ich ein Unternehmer bin, das hast du es ja auch, dann habe ich die Pflicht und Schuldigkeit, meine Angestellten darüber zu informieren. Jeder andere Mensch, der auf Arbeit ist und sich dem widersetzt, also ich möchte nicht wissen, was mit dem passiert. Und ich glaube, ihr macht das. Bis jetzt habt ihr ja, uns auch immer gleich informiert, wenn was war. Wir müssen alle dranbleiben. Ne? Ja.
Du musst auch noch was sagen, wa? Ja, du musst auch noch was sagen. Wenn du willst, Michael. Ja. Ja, ich denke mal, es sollte eigentlich was Gutes werden und ist eigentlich in die Hose gegangen, denke ich mal, ne? Wenn man das so fairerweise sagen kann. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner mit Absicht macht, aber ich glaube auch schon, wenn man den Sand sieht, ich war Sonntagabend nochmal hier und das alles so verfolgt hier, glaube ich schon, dass es auch kein Strandsand ist, muss man fairerweise sagen, ne? Und wie gesagt, und wenn man es so aus Berlin Hotel abreißt und dann da unten den Bauschutt rausnimmt, dann ist doch klar, dass da irgendwelche Reste drin sind oder auch nicht, ne? Also da kann sich jeder eins und eins zusammen malen oder rühren. Und ich glaube, der OB hat es ja erklärt und der Herr Suhr ja auch, wir sind politisch angehalten, wir können da nichts machen. Wir waren auch überrascht, dass es von heute auf morgen, dass der Strand hier saniert wird, aber der OB hat versucht zu erklären, wie es gelaufen ist. Aber ich glaube, wir werden das in der Bürgerschaft aufarbeiten. Ich glaube, alle Fraktionen, denke ich mal, die werden das auf dem Schirm haben. Und ja, ich hoffe mal, dass es so schnell wie möglich geht. Aber wie gesagt, es sind ja auch Gesetzregelungen, an die sich alle halten müssen. Und nicht, dass wieder ein Schuss in den Ofen ist nachher, glaube ich. Wichtig ist, dass es vernünftig aufgearbeitet wird. Und dass man das auch vernünftig dann transparent macht. Auch, dass alle Leute Bescheid wissen. Und nicht, dass wir hier einfach 5, 6 so eine Container runterfahren und das alles, das keiner Bescheid weiß. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dass wir versuchen, alle miteinander arbeiten, glaube ich, das ist das Wichtigste. Und dass wir das hier wegkriegen, alles vernünftig und das aufarbeiten, glaube ich. Das ist das Wichtigste. Und dass allen geholfen, die hier sind, glaube ich, stehen, gerade die Fienen. Meine Mutter kommt aus Fienen, ich kenne das schon jahrelang hier eigentlich. Aber ich glaube, dass wir alle dann arbeiten und dann kriegt man das vom Boot und ist doch, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann sollte man alles mal ein bisschen gelassen lassen und versuchen, das vernünftig zu klären, glaube ich, das ist das Wichtigste. Ob das immer nur mit einer Anzeige ist, würde ich auch machen, das war richtig. Aber wie gesagt, der OB und versucht die Verwaltung, glaube ich, versucht das Beste draus zu machen und dann muss man jetzt sehen, wie es weitergeht. Aber vielleicht eine Information vielleicht mal. Wir haben Sommerferien. Ja. Das Hotel oben ist ausgebucht. Ja. Ich weiß, ich habe es ich hab's ja gesagt. Es ist kein Strand mehr für die Hotelgäste da. Ja, ich verstehe. Nein, ich verstehe doch. Schon, dass da jetzt ein bisschen natürlich, das hat, na klar, logisch. Ja. Ich glaube auch, dass Ämter da in so einer Situation sehr schnell arbeiten können, weil na klar. Die können das auch mal versuchen, in einem kurzen Prozess hinzukommen. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, wir waren als Fraktion waren auch überrascht, weil jetzt auch in der Zeitung steht, ab heute wird der Strand saniert. Also das war auch irgendwie so ein Kurzschluss, glaube ich. Wo auch die Verwaltung sich auf ihre eigene Nase fassen muss, aber ja, so haben wir erstmal, ne? Bürger für Stralsund. Würdest du uns auch mal als Vertreter der SPD-Fraktion noch mal kurz was sagen wollen? Ich habe nur zufälligerweise, weil ich kurz bevor die Aufschüttung hier stattgefunden hat, war ich mit meiner Familie hier am Strand auf dieser Seite. Da hatten wir schon gesagt, Mensch, nimmt ja immer mehr ab mit dem Sand. Und komischerweise kurz nach der Aufschüttung, nachdem in der Zeitung stand, war ich wieder mit meiner Familie, auch mit meinen Eltern hier. Und im Gespräch mit meinen Eltern sagte er, guck mal, den Sand, den hätten die im Binz garantiert nicht hingeschmissen mit den Steinen. Da waren wir auf der Seite, da haben wir also noch keine Metallteile, Styropor oder ähnliches gesehen, sondern wirklich nur diese großen Steine. Und ich glaube, einen Tag später oder so, da stand es dann in der Zeitung mit diesen Eisen und so, wo ich dann dachte, das ist aber, dann wird es aber Zeit mit der Absperrung. Und umso mehr hat mich jetzt gerade schockiert, 14 Tage lang zwischen der Ansage, dass abgesperrt wird, bis die Zäune stehen, wurden die erst produziert. Die Zäune, ich denke eigentlich, also bis 14 Tage ist schon ordentliche Zeit. Nichtsdestotrotz, wie schon vorher gesagt wurde, auf jeden Fall muss das transparent aufgeklärt werden, was mit Sicherheit nicht von heute auf morgen geht, aber auf jeden Fall, wie alle schon gesagt haben, es muss beschleunigt werden und da kann nicht geguckt werden auf irgendwelche Gutachten. Es sind 60 LKWs hier runtergekommen, ruckzuck, dann müssen auch mindestens 60 oder noch mehr wieder schnellstmöglich wieder das Zeug raus und vernünftigen Strandsand anfahren. Und zwar nicht sowas, sondern das, was auch Strandsat empfindlich ist. Vielen Dank übrigens für Ihre Initiative und für alle, die hier sind, damit das auch endlich mal wirklich große Mehrheit findet. Danke. Also wir als CDU-Fraktion sind natürlich auch mit vor Ort und vergleichen das natürlich auch für Mitte. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Die Zielrichtung ist erkannt, was passieren muss. Auch so schnell wie möglich, das hat die Stadtverwaltung erkannt. Und ich denke, daran wird auch mit Hochdruck gearbeitet, damit möglichst schnell der Strand hier wieder hergestellt ist. Und ich denke, das muss das Ziel nachher am Ende sein, dass hier wieder ein Strand hinkommt, so wie der vorher war. Und dass sich auch alle hier wieder wohlfühlen können. Nicht nur Touristen, sondern vor allen Dingen auch die Einheimischen. Ich denke, das ist das Ziel und da ziehen wir alle an einem Strang. Wir sind Neubürger. Glauben Sie nicht? Sicherlich, glaube ich. Deshalb sind wir doch hier. Okay, vielleicht noch mal zwei Sätze. Der erste ist, ich wollte noch mal... Hallo.
Da ist bietet jemand die Sand an. Hallo. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass wir das darstellen konnten. Auf der einen Seite nochmal sagen, dass wir uns entschuldigen, dass dieser Mist überhaupt passiert ist. Und vor allem aber sagen, dass wir ja erreichen wollen, dass hier ein guter Sand reinkommt. Dass genau der Zustand, der nämlich zwingend notwendig war, dass es auch eine Unterhaltungsmaßnahme gibt, dass wieder der Strand breiter ist und dass wir nicht in 3 Jahren wieder dastehen, wo wir vor 15 Jahren standen. Und so ein Ding, was uns hier passiert ist, passiert uns nicht nochmal. Wir haben jetzt den ersten Wurf an Sand da, den könnt ihr euch schon mal angucken, das ist das Ziel. Und wir wollen, dass wir das zeitnah hier hinkriegen und im Bestfall, wenn es alles gut funktioniert hat, dann außerhalb der Saison auch weitermachen. Das ist der Plan. Und ich danke nochmal dafür und bitte nochmal um Nachsicht. Ja, warte, ich hätte eine Bitte hätte ich jetzt doch, nachdem das ja so gelaufen ist und dann in der Zeitung angekündigt wurde, dass es im Winter hier weitergehen soll. Können wir das in der Kommunikation miteinander machen? Ja, das machen wir in jedem Fall. Dass wir informiert werden, dass wir wissen, was hier passiert, dass wir auch wissen, was hier hergeschüttet wird. Und dass wir wissen, ob das auch wirklich mit dem Umweltamt und mit der Gesamtökologie des Boddens übereinstimmt, was wir da tun. Also das ist was wir jetzt wirklich wissen wollen. Ja. Ich glaube, da hat die Verwaltung jetzt gelernt, glaube ich. Also, so einfach ist das, glaube ich, nicht mehr. Okay. Ja gut, also ich meinte jetzt die Frage, die ich angeschoben hatte, dass es, glaube ich, nicht so eindeutig ist, wie das mit dieser Aufschüttung eigentlich funktionieren kann. Ja. Okay. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Aber ich dann wahrscheinlich nicht. Okay, dann, wer unterschreiben will, kann gerne unterschreiben da vorne. Wir haben 2 Unterschriften, weil wir noch eine kleine Idee haben. Ansonsten vielen Dank. Naja, das gucken wir uns alles im Detail an.